Claudia Lücking-Michel für die CDU-CSU-Fraktion. Kultur macht stark. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen besseren Titel muss man doch erst mal finden. Hier ist in der Name in der Tat Programm. Warum? Kultur macht stark. Denn sie ermöglicht, sich selbst und die Welt sensibler wahrzunehmen, sich kreativ auszudrücken, Neues selbst zu gestalten. Alles Grundlagen für jeden weiteren Bildungsprozess. Kunst, Musik, Theater, das ist nicht zweitrangig. Das Spielen eines Musikinstrumentes, Tanz, Akrobatik, Museumsbesuche, das sind ja nicht einfach nur Freizeitbeschäftigungen. Kultur ist existenziell für die menschliche Entwicklung und sollte, und das ist uns wichtig, zentraler Bestandteil jeder Bildungsbiografie sein. Denn schließlich bedeutet Kultur vor allem eins: Freiheit. Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung, so der vollständige Titel, ein Programm, das seit 2013 Projekte für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche fordert. Offensichtlich ein echtes Erfolgsprojekt. Alle Fraktionen wollen das Programm fortsetzen und weiterentwickeln. Das BMBF hat bereits angekündigt, Kultur macht stark ab 2017 nahtlos in einer zweiten Phase weiter zu fördern. Herzlichen Dank bei allen, die dieses Anliegen vorantragen. Alle Fraktionen führen das Programm fort. Warum liegen dann der Debatte trotzdem zwei Anträge vor? Wo gibt es denn noch Unterschiede? Ich will die Zeit natürlich nutzen, um einige Aspekte unseres Antrages hervorzuheben. Wichtig ist uns erstens vor allen Dingen Folgendes. Die geförderten Projekte finden ausschließlich außerhalb des Schulunterrichts statt, auch wenn Schulen an vielen Stellen Partner sind. Es muss außerhalb des Unterrichts sein. Das ermöglicht nämlich dreierlei. Die Teilnahme an Kultur macht stark ist unbedingt freiwillig, und das sollte auch so bleiben. Dabei ist das Außerschulische gerade von Mehrwert für die Kinder und Jugendlichen aus bildungsfernen Umfeld, die wir doch so besonders erreichen wollen. Denn gerade für sie ist es wichtig, Zugang zu Lebensbereichen zu bekommen, die nicht zu dem strengen Korsett von Schule gehören. Interesse an einer Sache kann man nicht verordnen. Man muss es wecken. Zweitens, Kultur macht stark ist außerschulisch und niedrigschwellig. Das brauche ich gar nicht weiter erklären. Und drittens, das Programm ist partizipativ angelegt, ermöglicht Teilhabe. Hier kann man erfahren, dass es sich lohnt, sich einzubringen, sich in einem Team zu beteiligen, eine Aufgabe auch unter Schwierigkeiten zu Ende zu führen, ein Werk zu erschaffen und auch dabei Freude zu haben. Denn echte Teilhabe kann man nicht erzwingen, wir können sie nur ermöglichen. Ein weiteres Markenzeichen unseres Programms ist die Einbindung der Zivilgesellschaft. Da haben wir die Verbände, die ihr fachliches Wissen einbringen, und die vielen lokalen Bündnispartner vor Ort, die sich oft in ungewöhnlichen Kombinationen zusammentun und Angebote vor Ort ermöglichen. Auch an all die Menschen, die sich hier engagieren, ein herzliches Dankeschön. Viele Vorgaben, die das Programm bisher hatte, sind offensichtlich sehr zielführend. Das betonen die beteiligten Akteure, auch die vorliegenden Evaluationen. Ein Beispiel will ich nennen. Zielgruppe, Kern des Anliegens ist ja, benachteiligte Kinder und Jugendliche zu erreichen. Aber es ist unbedingt und ganz wichtig, dass das Programm offen ist für alle Interessierten. Denn dadurch, dass die Gruppen dann heterogen sind, ermöglicht es wirklich ein Voneinanderlernen und eine Teilnahme ohne Stigmatisierung. Schließlich, sehr wichtig und jetzt auch neuerdings noch mal verstärkt, der Blick auf geflüchtete Kinder und Jugendliche. Viele lernen sich hier auszudrücken, bevor sie die passenden Worte dafür gefunden haben. Trotzdem, natürlich gibt es Verbesserungswünsche. Wichtig ist unbedingt, die Verwaltung zu vereinfachen,
Dafür gibt es gute Vorschläge für Stellschrauben. Eine Verwaltungspauschale könnte vor allen Dingen die Ehrenamtlichen entlasten von Verwaltungsaufgaben. Standards für Anträge, Servicestellen für lokale Partner, all das würde wirklich die Arbeit vereinfachen. Wir haben es deshalb ins nächste Programm aufgenommen. Jedes Kind und jeder junge Mensch in Deutschland hat bestmögliche Bildungschancen verdient. Mit Kultur macht stark kommen wir diesem Ziel ein gutes Stück, gerade für die benachteiligten Kinder und Jugendlichen, weiter. Ich freue mich deshalb ganz besonders über die breite Unterstützung des Antrags hier im Plenum. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Dr. Rosemarie Hein für die Fraktion Die Linke.